In der NBA gewinnen die Toronto Raptors in Orlando 115 zu 109. Dabei erzielen Jerome Williams mit 30 und Elvin Williams mit 32 Punkten persönliche Bestleistungen. Nowitzki, Steve Nash, Michael Finley. Die Dallas Mavericks verfügen über zahlreiche Optionen und die machen sie so stark. Einer steht dennoch an der Spitze. 22 Punkte und 11 Rebounds pro Spiel. Nowitzki ist der wertvollste Spieler seiner Mannschaft. Auf Wolke 7 und das, obwohl er eigentlich nur an die Zahl 15 denkt. Mit einem 102 zu 82 bei den Detroit Pistons schicken sich Nowitzki und seine Mavs an, in die Geschichtsbücher der NBA aufgenommen zu werden. Auch dank persönlicher Bestleistungen jedes einzelnen Spielers. Michael Finley stellte mit 42 Punkten eine neue Höchstmarke auf. Nur noch einen Sieg ist Dallas vom NBA-Startrekord entfernt. 15 Erfolge in Serie schafften bisher nur 1948 Washington und 93 Houston. Heute Nacht im Duell bei den Indiana Pacers will dann auch der andere deutsche Nationalspieler Sean Bradley wieder jubeln. Sacramento Kings sind zu Hause weiterhin ungeschlagen. Die Kalifornier bezwangen die Minnesota Timberwolves mit 98 zu 86. Der 15. Sieg bei nur 5 Niederlagen. Die Kings jetzt auf Platz 2 der Western Conference hinter dem Nowitzki-Team Dallas Mavericks. Bester Werfer von Sacramento, Bobby Jackson. Mit Schwierigkeiten gegen Washington, obwohl bei denen Michael Jordan einen rabenschwarzen Tag erlebte. Hier Punkte von Stackhouse, der nicht einmal durchs Trikotziehen von Jason Kidd aufgehalten werden kann. Michael Jordan mit einer schwachen Vorstellung, nur 4 Würfe, erfolgreich bei 16 Versuchen, vor allen Dingen im Schlussviertel New Jersey dann doch überlegen, ein temporeiches Spiel. Richard Jefferson, hervorragend aufgelegt, der sprunggewaltige Spieler bei den New Jersey Nets, er war der Topscorer beim Erfolg von New Jersey gegen die Washington Wizards. Am Ende eine 86 zu 78 Erfolg. In der Tabelle in der Eastern Conference Phoenix Suns und Kobe Bryant war der überragende Spieler im Match. Ein klasse Reverse Jam von ihm bereits im ersten Viertel. Die Lakers kommen ja so ganz allmählich auf Touren und vor allen Dingen Kobe Bryant war in der vergangenen Nacht prima aufgelegt. 40 Punkte von ihm, da waren die Aktionen von Shaquille O'Neal unter dem Korb beinahe Nebensache. Lakers gewinnen mit 99 zu 90. Well, the Lakers have dodged major bullets tonight, but they've helped themselves. Robert Horry. Ein kleines Tänzchen vor dem Spiel für die Dallas Mavericks in den dunklen Trikots zu Gast bei den Houston Rockets und hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten. Die Mavericks, Yao Ming, der 2,25 Meter große Chinese, setzt sich dadurch gegen Nowitzki. Auf der Gegenseite aber der Würzburger mit einem klasse Spiel. 34 Punkte für Dirk Nowitzki. Ab der zweiten Hälfte kamen sie dann besser mit den Rockets zurecht, die hier im zweiten Viertel ein ums andere Mal noch erfolgreich waren. Aber dann, die Defense funktionierte und Dallas konnte sich absetzen. Neben Dirk Nowitzki vor allen Dingen Michael Finley bei den Mavericks überragend, sehr treffsicher von der Drei-Punkte-Linie. Insgesamt 7-mal traf er von dort. Das waren die beiden Besten beim 104 zu 81 Erfolg. Danach Dirk Nowitzki über die positiven Seiten. Erstmal in dieser NBA-Saison eine positive Bilanz. LA siegt über die New York Knicks mit 114 zu 109 und feiert dabei seinen 24. Saisonsieg bei 23 Niederlagen. Die Garanten dieses Erfolges gegen die Knicks, wie könnte es anders sein? Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. Bryant mit 46 Punkten gleichzeitig seine beste Saisonleistung. Shaquille O'Neal steuert weitere 33 Zähler hinzu. Die Lakers belegen nach ihrem 5. Sieg in Folge weiter Rang 4 in der Pacific Division. New York ist Vorletzter der Atlantic Division. Die Titelverteidiger besiegten die Denver Nuggets mit 113 zu 102. Rechtzeitig zur zweiten Saisonhälfte scheinen sie ihre Meisterschaftsform wiedergefunden zu haben. Umjubelter Matchwinner war Kobe Bryant. Mit 51 Punkten erreichte er als erster Spieler der diesjährigen NBA-Saison die magische 50-Punkte-Marke.
Highlights dieser Veranstaltung auch am Sonntag in unserer S. Oliver BBL Live-Sendung ab 14.45 Uhr aus Gießen. Dann Ausführliches zum All-Star-Wochenende, zum Dunking-Wettbewerb, unter anderem hier mit Desmond Mason, der Zweiter wurde bei dieser hochkarätigen Veranstaltung. Der Sieger des Dunking-Wettbewerbs, das ist Jason Richardson von den Golden State Warriors und das ist sein Siegesdunking. So schnell, so dynamisch, dass man die Details gar nicht richtig erkennen kann. Er zieht sich nämlich in der Luft den Ball noch durch die Beine, Jason Richardson. Das war's für heute vom NBA Basketball, das Neueste von Dirk Nowitzki und Kobe Bryant, gleich im News Center. Bis dahin, ciao for now. Saisonhälfte, konstant mittelmäßig in der zweiten. Dallas ist aus dem Tritt gekommen. Die 27 Punkte von Dirk Nowitzki gingen ebenso unter wie die Mavs. Im letzten Viertel drehte Milwaukee die Partie durch eigene Entschlossenheit und gegnerische Laxheit. Unkonzentrierte Mavs verspielten erneut eine klare Führung. Seit ihrem grandiosen Start mit 31 Siegen und nur 5 Niederlagen setzte es in den vergangenen 14 Spielen 7 Pleiten. Die größte Gefahr beim Griff nach dem Titel kommt von ganz hinten. Titelverteidiger LA, derzeit noch nicht auf einem Playoff-Rang, kommt mit Riesenschritten. Die Lakers feierten gegen Denver den 7. Erfolg in Folge, dank eines unwiderstehlichen Kobe Bryant. LA's Superstar erzielte in diesen 7 Partien jeweils mindestens 35 Punkte. In Denver waren es nun sogar 51. NBA-Saisonrekord. Ein Urknall, der alle aufschrecken dürfte, die glaubten, LA sei raus aus dem Team. Michael Jordan. Bilder sind nur Momentaufnahmen. Aber dies sind Bilder eines Sportlers, der den Menschen etwas gab, das größer war als nur der Sport. Für manche sogar größer als alles andere. Er machte das Unmögliche möglich. Unbestritten der beste Basketballer aller Zeiten. Selbst in 20 Jahren wird niemand von ihm sagen, okay, damals spielte er ganz gut. Sechs Meistertitel, 11-mal ins All-Star-Team berufen. Dazu ein Dutzend MVP-Titel und 2-mal Gold bei Olympia. Nur ein kleiner Auszug seiner Erfolge. In Chicago errichteten sie ein Denkmal für ihn. Michael Jordan und die Chicago Bulls, diese Geschichte ging um die Welt. Genau wie seine 2 Rücktritte und Comebacks. Das letzte im September 2001. Nur aus Liebe zum Spiel kam er noch einmal zurück und schenkte einer ganzen Nation Mut und Glauben. Den Glauben, dass das Unmögliche möglich ist. Das war New Yorks Allen Houston mit 53 Punkten. Für den 31-Jährigen neue persönliche Bestleistung. Bester Mann des Gegners war Kobe Bryant. Er konnte aber mit seinen 40 Punkten die bereits 25. Niederlage des Titelverteidigers nicht verhindern. Mit 115-79 gegen Atlanta. Da die Partie früh entschieden ist, wechseln die Texaner munter durch. So bekommt Nowitzki nur wenig Spielzeit und macht nur 14 Punkte. Unter den Augen von Tiger Woods liefert Lakers-Star Kobe Bryant gegen Houston erneut eine Gala-Vorstellung. Da Shaquille O'Neal wieder verletzt ist, muss Kobe satte 54 Minuten spielen. Der Lohn der Mühe, 52 Punkte und ein 106-99 Sieg nach zweimaliger Verlängerung. Die Lakers damit nach langer Zeit auf einem Playoff-Rang. Zuerst jetzt gemerkt, dass der beste Basketballer aller Zeiten vor kurzem 40 wurde. Michael Jordan noch aktiv für die Washington Wizards. Dirk Nowitzki wird im Juni 25 ein aufgehender Stern der Liga bei den Dallas Mavericks. Im direkten Duell der beiden hatte Washington und Jordan den besseren Start. Der 40-Jährige erzielte insgesamt 30 Punkte für sein Team. Die Wizards kämpfen noch um die Qualifikation für die Playoffs. Dallas und Nowitzki hatten Startschwierigkeiten. Nach 6 Fehlwürfen in Folge die ersten Punkte des Würzburgers, verteidigt von Michael Jordan. Nowitzki machte 29. Zweite Halbzeit, Dallas kam. Tempo-Basketball der Mavericks, Nutznießer Nowitzki. Schlussphase, Gleichstand, Washington im Ballbesitz. Die letzte Chance hat Jordan wie so oft. Doch diesmal klappt's nicht. Verlängerung.
Das beste Team der Liga startet gut. Der Topscorer Dirk Nowitzki punkte trotz der Gegenwehr von Michael Jordan. Den Rest besorgt der beste Kumpel von Nowitzki bei den Mavericks, Spielmacher Steve Nash. 106 zu 101 nach Verlängerung für Dallas und der Erfolg von Dirk Nowitzki im direkten Duell mit Michael Jordan. Dallas Mavericks. Der Würzburger als Topscorer beim Top-Team der NBA. Sein fünftes Jahr, jede Saison wurde der 24-Jährige besser. Dirk in Dallas, ein Verkaufsschlager, egal in welcher Größe. Die Dallas Mavericks werden die Sacramento Kings immer mehr zum Angstgegner. Obwohl die Mavs zu Hause bis kurz vor Schluss wie die sicheren Sieger aussahen, konnten die Kings nochmal das Match drehen. Nash verpasst den Sieg für Dallas und Jackson erzwingt im Gegenzug die Verlängerung beim Stande von 118 zu 118. In der Overtime steuerte Sacramento Stojakovic 4 Punkte und Forward Kian Clark den siegbringenden Korb für die Kings bei. Dallas verliert zum 5. Mal in Folge gegen Sacramento. Endstand 124 zu 126. Bester Mann auf dem Parkett einmal mehr Michael Jordan beim 100-98 Sieg seiner Washington Wizards gegen die Houston Rockets. Auch hier wurde es ein enges Match. Die Houston Rockets erzwangen in fremder Halle die Overtime. Da drehte Michael Jordan dann richtig auf und erzielte 10 seiner insgesamt 35 Punkte. Zittern müssen die Wizards jedoch um die Playoffs, liegen sie doch mit den Milwaukee Bucks gleich auf Platz 8. Wetter die ärgsten Verfolger von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks. Sacramento gewann zu Hause gegen die Philadelphia 76ers mit 107 zu 109. Chris Webber erzielte 29 Punkte und holte 10 Rebounds. Für die Kings war es Sieg Nummer 42 in dieser Saison. Die Mavericks sind weiterhin das beste Team der Liga mit 45 gewonnenen Spielen. Aktion. Der Wurf von Kidd, der Block von Kirilenko und da kommt er. Kenyon Martin, naja, es war nicht ganz auf Ringniveau. Pech hatte der Superstar aber am Ende gegen die Indiana Pacers. Beim Stand von 95 zu 95 wird sein Korb nicht anerkannt. Doch mit der Schlusssirene ist es Kollege Ori mit der Entscheidung. L.A. gewinnt mit 97 zu 95 und liegt im Westen auf Platz 7 und damit auf Playoff-Kurs. Basketball mehr, aber aus Ehrgeiz. Trotz einer Rückenverletzung und Spielverbot durch den Arzt führt Jordan seine Washington Wizards zum Sieg gegen die LA Clippers. 10 Punkte und 9 Rebounds, doch noch 25 Minuten war Schluss für Michael Jordan. Washington gewinnt trotzdem mit 99 zu 80 und festigt den letzten Playoff-Platz im Osten. Die Aufholjagd des NBA-Champions geht weiter. Die LA Lakers gewinnen gegen Philadelphia deutlich mit 106 zu 92. Shaquille O'Neal überzeugt mit 39 Punkten und 10 Rebounds. Der 9. Sieg im 10. Spiel, die Lakers damit auf Playoff-Kurs. Mit 39 Punkten bester Werfer auf dem Parkett. Sein Sprungwurf nach wie vor eine Augenweide. Michael Jordans letzter Auftritt im Madison Square Garden ist eine One-Man-Show, aber eine unfreiwillige. Zu gerne würde er den Ball öfter abgeben, doch kaum einer seiner jungen Kollegen will oder kann die Verantwortung übernehmen. Sieg. Ohne die Unterstützung seiner Mannschaft wird selbst Air Jordan das schlingernde Wizardschiff nicht mehr auf Playoff-Kurs bringen. Dirk Nowitzki trotz seiner 37 Punkte die 15. Saisonniederlage der Dallas Mavericks nicht verhindern. Die Texaner unterlagen vor heimischem Publikum den Minnesota Timberwolves mit 83. Kritik an seine jüngeren Teamkollegen trägt erste Früchte. Beim 106 zu 105 Erfolg der Washington Wizards über Orlando überzeugt nicht nur der Altmeister mit 23 Punkten. Vor allem Youngster Jerry Stackhouse überragt mit 31 Zählern. Die Wizards waren damit ihre Playoffs. Die LA Lakers kassieren eine überraschende 99 zu 116 Schlappe bei den Chicago Bulls. 36 Punkte von Kobe Bryant nutzen nichts. Shaquille O'Neal enttäuscht mit nur 13 Zählern.
Karl Malone von den Utah Jazz schreibt Geschichte. Der 39-Jährige ist der zweite Spieler in der NBA-Historie, der die 36.000-Punkte-Marke überspringt. Malones 40 Zähler beim 111-180 über die Orlando Magic bedeuten die Eintragung in die Geschichtsbücher. Führender der meist erzielten Punkte bleibt mit rund 38.300 Zählern Kareem Abdul-Jabbar. Die Los Angeles Lakers müssen in der NBA ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen. LA unterliegt bei den Detroit Pistons in Weiß deutlich mit 88-111. Shaquille O'Neal ist mit 24 Punkten Topscorer auf Seiten der Lakers. Überragend in dieser Partie ist aber Chauncey Billups mit 33 Zählern. Detroit führt die Central Division weiter an, ist obendrein bestes Team im Osten. LA rangiert in der Pacific Division auf Platz 3. Kurz vor Spielbeginn bekam Dirk Nowitzki grünes Licht und versenkte dann im zweiten Viertel gegen Sacramento 5 Dreier in Folge. Insgesamt erzielte er 34 Punkte und 18 Rebounds. Mann des Spiels war aber Steve Nash, der seine Mavericks erst in die Verlängerung rettete und dann auch dort mit 12 Punkten für den 129-123 Auswärtssieg bei Angstgegner Sacramento sorgte. In der NBA gewinnen die LA Lakers deutlich mit 102-85 das Stadtderby gegen die Clippers. Die beiden Stars Shaquille O'Neal und Kobe Bryant erzielen allein 68 Zähler. Shaq bringt es auf überragende 42 und Kobe auf 26 Punkte. Dallas gegen Cleveland. Das Duell zwischen dem besten und dem schlechtesten Team der NBA dürfte eigentlich eine klare Geschichte sein. Von wegen Nowitzki und Co. kämpfen sich einen glanzlosen Arbeitssieg gegen den Underdog. Kurz vor der Halbzeit verliert sogar Headcoach Don Nelson die Nerven und wird wegen Meckerns aus der Halle verwiesen. Aber Dirk Nowitzki behält die Nerven und steuert 28 Punkte zum 114-93 Sieg der Dallas Mavericks bei. Hammerdank, hier haben wir die Szene nochmals an. Kittles vorbei und dann über Aaron Williams gestopft. Kerry Kittles ist kein Langsamer. Wie Jason Kidd. Hier nochmals das Anspiel von Paul Pierce auf Mark Blount. Da ist für Richard Jefferson natürlich gar nichts mehr zu machen, vor allem in dieser Position, in dieser Sitz. Bleiben in der NBA die hartnäckigsten Verfolger von Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks. Die Texaner bezwangen Titelverteidiger LA Lakers mit 98-89. 32 Punkte von Shaquille O'Neal waren zu wenig gegen das ausgeglichenere Team der Spurs. Fünf Spieler San Antonios punkteten zweistellig. Die Spurs sind mit nur 3 Siegen weniger als Dallas das zweitbeste Team der Liga. Bricks bleiben auf Rekordkurs. Der 108-96 Sieg über das zweitschlechteste Team der NBA aus Denver bedeuten Saisonerfolg Nummer 53. Aus den verbleibenden 12 Partien der regulären Saison fehlen den Mavs nur noch 5 Siege für eine Bestmarke in ihrer Vereinsgeschichte. Dirk Nowitzki ist gegen die Denver Nuggets übrigens mit 24 Punkten gemeinsam mit Teamkollege Nick Van Exel. Wie sollte es auch anders sein? Überragender Akteur der Dallas Mavericks. Die Vorstellung bei den Minnesota Timberwolves untermauern die Dallas Mavericks ihre Ambitionen auf den ersten Vorrundenplatz in der NBA. Dallas feiert einen ungefährdeten 119-95 Auswärtssieg. Dirk Nowitzki überzeugt einmal mehr mit 33 Punkten, obwohl er nur 34 Minuten zum Einsatz kommt. Lakers vom 4. Meistertitel in Folge träumen. Gegen die Memphis Grizzlies hat der Titelverteidiger mit 110-94 gewonnen. Es war die gewohnte Zwei-Mann-Show. Shaquille O'Neal sorgte mit brachialer Gewalt für 40 Zähler. Sein Kollege Kobe Bryant ging es eher filigran an. Trotzdem kam er auch auf 29 Punkte. In der Tabelle der Western Conference. Sicherlich ähnlichem Outfit präsentierten sich die Hauptdarsteller vor der Partie. Der teure Schmuck blieb in der Kabine. Philadelphias Allen Iverson erwischte den besseren Start. Kein NBA-Spieler klaut dem Gegner öfter den Ball als der wieselflinke 76er. McGradys Antwort, ein wilder Dreier über 2 Gegenspieler hinweg, war sein erstes Highlight. Das kann ich auch, dachte sich Iverson. Auch er ist ein guter Distanzschütze. Iverson sei der schnellste Spieler in der NBA, sagt man. Aber auch McGrady kann mit unglaublich schnellen Bewegungen zum Korb zielen. So wurde der Magic Star zum derzeit erfolgreichsten Korbjäger der NBA.
Iverson und McGrady, sie schenkten sich nichts. Es ging in die Verlängerung. Da zog schließlich McGrady den kürzeren. 118-113 siegte Philadelphia. Auch das Privatduell ging mit 42-39 Punkten an Allen Iverson. Ich kann nicht fassen, was er da sah. Sein Boss Mark Cuban im Nahkampf mit dem Schiedsrichter. Harris befürchtete schon schlimme Konsequenzen, bis ihn seine Spieler aufklärten. Alles nur ein Aprilscherz. Kein Wunder, dass die Mavericks zum Scherzen aufgelegt sind. Gegen New Orleans fuhren die Texaner bereits den 56. Saisonsieg ein. Aus den verbleibenden 8 Spielen fehlt noch ein Erfolg zu einem neuen Clubrekord. Mit einem Dirk Nowitzki in Topform sollte das kein Problem sein. Seit Wochen zeigt der Deutsche, dass er bei den Mavericks zu einem der weltbesten Basketballer gereift ist. Beim 95-86 gegen die Hornets war der Deutsche bereits zum 3. Mal in Folge bester Werfer auf dem Parkett. 30 Punkte brachte Nowitzki diesmal auf sein Konto. Bis zu den Playoffs ist es nicht mehr weit, da sind Siege wichtig für Selbstvertrauen. In der Nacht zum Freitag kommt es zum Kampf der Giganten gegen Titelverteidiger LA Lakers. Michael Jordan und den Washington Wizards haben einen herben Dämpfer erlitten. Trotz 17 Punkten des 40-jährigen Altmeisters und 27 Zählern des All-Stars Jerry's Steakhouse unterlag Washington den Sacramento Kings mit 99-105. Damit fallen die Wizards 2 Siege hinter das Ziel Playoff-Platz zurück. Und das bei nur noch 8 verbleibenden Spielen. Platz. Mit 25 Punkten hatte der Altmeister ganz entscheidenden Anteil am 99-98 Sieg in der Verlängerung über die Boston Celtics. Washington liegt derzeit auf Platz 9 in der Eastern Conference. Mit dabei in den Playoffs ist auf jeden Fall Titelverteidiger Los Angeles Lakers. In einem hochdramatischen Spiel gegen die Phoenix Suns gewann gesichert. 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit traf er zum wichtigen 106-106 Ausgleich gegen die Phoenix Suns. Und in der Overtime war es dann wieder Kobe Bryant, dem der entscheidende Wurf zum 115-113 Sieg gelang. Die Lakers dürfen also von der Titelverteidigung träumen und könnten nun wirklich Erstrundengegner von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks werden. Wenn die Mavs ihre Spitzenposition mit derzeit 57 Saisonsiegen noch an San Antonio verspielen. Denn die Spurs bleiben dran am besten NBA-Team. Gegen die Detroit Pistons haben sie mit 89-83 gewonnen. San Antonio liegt 5 Spiele vor Ende der regulären Saison, also nur ein Spiel hinter den Dallas Mavericks. Dem Spitzenreiter wäre ein durchgehendes Heimrecht in den Playoffs garantiert. Außerdem würde ihm wohl der Titelverteidiger LA in der ersten Runde erspart bleiben. Auch wenn Dirk Nowitzki mit insgesamt 26 Punkten Normalform zeigte, so befinden sich doch die Dallas Mavericks in der Krise. Bei den Phoenix Suns in Weiß kamen die Mavs mit 89-112 unter die Räder, ausgerechnet eine Woche vor Beginn der Playoffs. Damit rutschte Dallas in der Tabelle der Midwest Division auf Platz 2 hinter den San Antonio Spurs ab. Ärgerlich, weil der Tabellenerste in den Playoffs durchgehendes Heimrecht genießt, ein Riesenvorteil. 4 Spieltage bleiben Nowitzki und Co. noch, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Und ausgerechnet in der letzten Partie warten die San Antonio Spurs. Wizards. Im Spiel gegen die Boston Celtics halfen weder die Trikots der Meistermannschaft von 1978 noch 21 Punkte und 10 Rebounds von His Ernest. Am Ende gab es eine 83-87 Niederlage für die Wizards. Um die Playoffs doch noch erreichen zu können, müsste Washington die verbleibenden 4 Spiele gewinnen und Konkurrent Milwaukee die letzten 3 Partien verlieren.